YouTube-Hype und Natural Bodybuilding. Beides trifft auf meine heutigen Gäste zu und ist auch Thema der heutigen Joyzone Digital. Was ist genau Natural Bodybuilding? Wie fest süchtig sind meine Gäste nach ihrer Leidenschaft und wie gehen sie mit dem ganzen YouTube-Hype um? Das und einen ganzen Haufen mehr klären wir in der heutigen Sendung. Willkommen in der Joyzone, Patrick Reiser und Mischa Janietz. Hoi, schön, sind ihr da. Mischa, was ist Natural Bodybuilding? Kannst du uns das erklären? Also, die Frage kurz und knapp beantwortet. Ist schwierig wahrscheinlich. Nein, aber nicht. Kurz und knapp ist es. Es ist Bodybuilding, aber ohne Dopingmittel. Oder? Also, aber ihr nehmt ja auch Subs dazu. Also so Supplements wie Proteinshakes und BCAA, was der Gückwuss auch alles gibt. Genau, oder? Also, das sind dann eher die Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und es ist wirklich schwer, heutzutage noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, den Unterschied zu finden. Oder? Also, viele Leute, es ist halt so, ich sage jetzt mal, im Bodybuilding ist es so extrem. Oder? Da, wir kennen den Velofahrer, wir kennen von dem her die verschiedenen Sportler. Mhm. Aber Natural Bodybuilding ist wirklich, ich sage jetzt mal, das Bodybuilding oder der Lifestyle, Fitness-Lifestyle ohne Drogen, ohne Medikamente in Anführungszeichen. Das sprich muskelaufbauend, aufbauende Mittel, Anabolika. Man, sagt, man hört immer Anabolika, aber das ist eigentlich nur das Adjektiv, in dem sind das Aufbauende. Oder? Und dazu gehören jetzt bei uns spezifisch, bei uns beiden, weil wir ja noch starten. Also wir starten auch für die Verbände. Also für Wettkämpfe und so weiter. Genau. Ja. Und dort ist es dann natürlich so, dass man spezifische Doping-Listen hat. Dort zählen zum Beispiel Ephedrin dazu. Oder bis kurz vor dem Wettkampf sind auch sogar, ja, es gibt gewisse Verbände, wo sogar Koffein in höheren Dosen verboten wird. Also es ist relativ... Das ist eine rechte Wissenschaft von der langen Liste. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was tust du im Moment in deinem Körper zufügen? Natürlich eben auf naturaler und legaler Basis. Also ich führe ab und zu Whey-Protein-Shake dazu, zu der Nahrung, einfach Nahrungsergänzungsmittel. Ich schaue aber im Großen und Ganzen schon, dass ich alles kann auf naturaler Basis kann zu mir nehmen kann. Also sprich, auf die Ernährung. Oder? Also ich schaue, dass ich meinen Proteinbedarf kann mit Bulle, Fleisch, Fisch und so Sachen kann decken kann. Also ist es wirklich so, wenn man viel Rotfleisch und Bulle isst, dass es schon mal eine gute Grundbasis ist? Das hört man ja immer wieder, dass eben die Bodybuilder die fressen sich nur zu mit Bulle und so Riesensteaks und so weiter. Ist es so oder ist es halt einfach so ein bisschen ein Mythos? Also, ich sage es mal so, wir beide, wir lieben Fleisch. Oder? Das kann man, gebe ich ganz offen und ehrlich zu essen. Ich schaue sehr auf nachhaltige und auch entsprechende, also auf so ein bisschen was das Tier, wie es behandelt wird. Da schaue ich sehr darauf, dass ich esse lieber weniger Fleisch, dafür gutes Fleisch. Das ist mir schon in erster Linie wichtig. Aber wir selber, wir sind auch in Kontakt mit Leuten, die diesen Sport leben. Und ich kenne auch persönlich viele Leute, die wirklich zum Beispiel vegan, vegetarisch leben und den Sport gleich in einer sehr hohen Leistungsebene fahren. Also es ist nicht so, dass man angewiesen ist auf Fleisch. Aber es ist natürlich, also wirst du sicher bestätigen können, eine gute Sache. Ich tue mich jetzt hier mal mit einer Stimme enthalten.